So, Freunde, ich bin wieder zurück in Köln. Das bedeutet, ich kann endlich weiter die neuen Songs abchecken. Mehr habe ich halt einfach nicht geschafft, weil wir in Griechenland waren. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir hören uns jetzt erstmal Shirin David an. Brillis heißt das Ganze. Und wenn ihr Bock habt, heute so gegen 19, 20 Uhr machen wir den Livestream, den wir natürlich verschieben mussten. Und hören uns alles andere Neue an. Von daher, kommt vorbei, twitch.tv/tubo. So, das Ganze heißt Brillis. Holy shit, 3,4 Millionen, okay. Kaufen dies, das. Beat ist von Finishers, nice. Mix und Mastering sind zwei verschiedene Leute. Sind da viele Leute bei gewesen. Models, Ivana Santa Cruz, Sandra Lambeck, sagen wir was. Fat Comedy? unter Models, geil. Das finde ich richtig gut. Großen Dank geht ans OH, KDW. Ali Bomaye, okay. Pff. Da wurde aber wieder, sag ich mal, ne? Worauf ich heute Bock hab, weiß nicht. Unsere Zeit, sie ist jetzt, sagt die Breitling. Kurven gemalt, so wie Schreibschrift. Letzter Blick ins Spiegel, Feinschliff. Das ist kein Outfit, Baby, das ist Kunst. Jeder weiß es. Was für eine Aussage, Alter. Da müsste Justin sich mal zu äußern. Ja, Justin, ist das Kunst oder Stylecheck? Shirin David. Ich habe keine Ahnung davon. Diese Nacht gehört uns. Guck mal, wie wir funkeln. Küsschen auf die Wange. Ich finde es nice, dass es halt so ein bisschen in die R&B-Richtung geht, ne? Auch vom Beat her. Trotzdem aber halt so einen sehr modernen Touch hat. Gerade diese 808, die von oben immer so runter, ich weiß gar nicht, runter droppt, keine Ahnung, wie man sagt, runter pitcht. Ich weiß nicht, so dieses Dear, ne? Ich kenne das eigentlich nur so, wenn man es so als Übergang macht oder so, wenn man so ein 808 runter pitchen lässt. Aber das ist nice, das gefällt mir. Ist ein, also bis jetzt sehr entspannt, sehr entspannt. Ja. Nightlight, 808 Bass ist der Vibe. Naja. Die Lichter der Stadt ziehen vorbei. Wie wir fühlen es nicht von dieser Welt. Ein Blick von dir und alles strahlt von selbst. Der Stack hat jedes Lächeln von Chopin. Denn unsere Nacht hat eine Million Karat. Wir leuchten wie Brillis am Himmel. Okay, Brillis am Himmel. Ja, gut. So erster Eindruck, muss ich ja jetzt sagen. Also, ich weiß nicht, ob sich das ändert, wenn man es öfter hört oder so. Es ist bis jetzt noch nicht so super catchy, wie zum Beispiel Gib ihm oder so, wo man so direkt wirklich Kopfnicken hatte und die ganze Zeit eigentlich diese paar Zeilen im Kopf. Bis jetzt im Kopf geblieben ist natürlich, das ist kein Outfit, das ist Kunst. Ja, und irgendwas scheint wie Brillis im Himmel. So, ja. Diamonds in the Sky. Ja, erinnert mich ein bisschen an Diamonds in the Sky, ne? Ist das ein Twingo? Da ist der Drip auf jeden Fall am Start. Gleits aus dem Benzer, Weitsicht. Auf der Rückbank seit Tag kennt sie gleichen. Tür auf, rein, da taucht munter. Das Licht tanzt royal. Die Herzen glitzern wie beim Juwelier. Ohne euch wär ich heut gar nicht hier. Wie wir funken. Küsschen auf die Wange. Also was ich einfach sagen muss, ich mag ihre Stimme. Ich mag diese wirklich die Stimmfarbe und ich mag auch, wie sie Sachen betont. Sie weiß ganz genau, wie sie betonen muss, damit es entweder sexy klingt oder dankbar klingt oder irgendwie sowas. Ne? Das hat die voll drauf, Alter. Also da können sich echt noch so manche Rapper oder so wirklich eine Spur abgucken, weil das hat sie auf jeden Fall drauf. Ich habe auch perfekt pausiert gerade. Danke, wow. Hey, du weißt, was ist der Vibe? Die Lichter der Stadt ziehen vorbei. So, jetzt können wir nochmal pausieren. Ich finde, insgesamt ist der Vibe sehr chillig, sehr entspannt. Auch gerade, wie sie selber sagt, so die 808 ist halt der Vibe. So. Das fand ich von Anfang an. Ne? Also ich fand auch diese 808, diese Ryu, ne? Ich fand das mega geil. Das war so das einzig, in Anführungszeichen, catchige am Beat zumindest. Sonst muss ich sagen, erinnert es mich so an die alten, ja, ich will nicht sagen Jonesmann-Sachen, aber schon so ein bisschen. Ne? So, aber bis jetzt ist
haut mich jetzt noch nicht so um, muss ich sagen. Video ist natürlich Bombe. Was man, Qualität kann man ja eigentlich nur noch erwarten bei der. Das wundert mich jetzt auch nicht. Sieht auch nice aus, ne? Also, ja. Okay, jetzt beim zweiten Mal hören muss ich sagen, doch, langsam fühle ich es, langsam bewegt sich der Kopf von rechts nach links und das Ua Ua und ne, das ist schon catchy. Ja, doch, ich sag ja, das war erster Eindruck am Anfang, jetzt beim zweiten Mal muss ich sagen, ist schon catchy, doch. Aber es ist noch nicht so auf dem Level von Gib ihm oder so, wo man sich dachte so, Gib ihm, ich will selber twerken, aber ich bin ein Mann und ich kann das nicht. Sieht wahrscheinlich auch sehr lächerlich aus. Das ist auch geil, das Geräusch. Ah, da ist er. Wir leuchten wie Brillis am Himmel. Wir fühlen es nicht von dieser Welt. Ein Blick von dir und alles strahlt von selbst. Ich hab mir eigentlich nur da gemerkt, so Welt und selbst. So, alles andere irgendwie ist nicht so im Kopf geblieben bei mir. Das Lächeln von Chopin, denn unsere Nacht hat eine Million Karat. Wir leuchten wie Brillis am Himmel. Wir leuchten wie Brillis am Himmel. Macht schon, also irgendwie Spaß. Ne, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde den Refrain, der macht schon Spaß. Brillis am Himmel. Gut, also, ich glaube, ich habe genug dazu gesagt. Jetzt halt mal wieder in die Richtung. Ich fand dafür, dass es halt so ein bisschen Flex und so war, war es mir in den Parts dann doch ein bisschen zu soft, ein bisschen zu R&B-touchy, was ja, glaube ich, auch starke Geschmackssache ist. Refrain fand ich dafür geil. Hält sich in der Waage. Also ich bin weder positiv noch irgendwie super negativ. Ich würde sagen, so, es ist okay gewesen. Ne? Es war jetzt nichts Schlimmes. Ich fand die anderen Songs ein bisschen interessanter. Gerade hier dieses Fleek, was so ein bisschen deeper war und wirklich ein bisschen ja ans Herz ging so irgendwie. Dann Gib ihm, das halt so komplett provokant irgendwie war. Oder Ice, glaube ich, zum Beispiel, war ja auch ein bisschen provokanter. Das ist mir hier so ein bisschen... hat gefehlt, aber das ist ja auch okay. Es kann ja auch einen Song einfach mal geben, der einfach so Durchschnitt ist, ne? Der einfach souverän ist. Zumindest für mich jetzt. Von daher, ja. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie fandet ihr den Song? Und Video und Beat und alles. Ich fand, es war okay. Durchgehend. Okay. Jo. In dem Sinne, lasst mir gerne einen Daumen da. Macht es gut. Peace.